Ich bin Tim Thormann, Head of Paid Content beim Kölner Stadtanzeiger. Wir haben mit Click and Read vielleicht die Alternative zum Abo geschaffen. Interessante Artikel hinter der Paywall lesen. Das geht auch ohne Abo. Mit Click and Read, einer digitalen Geldbörse. Diese digitale Geldbörse kann mit Coins aufgeladen werden. Und dann kann man mit dem Einsatz eines Coins einen Artikel freischalten. Es gibt 3 Coins für 5 Euro, 7 für 10 oder 15 für 15 Euro. Der Vorteil? Wir haben einen Mindestaufladebetrag von 5 Euro. Und somit vermeiden wir die Micropayments, die ja in der Vergangenheit bei anderen Verlagen nicht so gut funktioniert haben. Click and Read versteht sich als Ergänzung zum Abo. Die Zielgruppen sind vielfältig. Das sind natürlich einerseits Flybys, also Nutzer, die nicht so oft unsere Seite besuchen. Auf der anderen Seite sind es auch jüngere Zielgruppen. Es sind im Grunde alle Nutzer, die noch nicht abobereit sind. Click and Read bietet mehr Flexibilität und Individualität. Das wird gern angenommen. Wir konnten seit August letzten Jahres, da sind wir mit dem Click and Read Modell an den Start gegangen, knapp 2000 Nutzer für unser neues Produkt gewinnen.